Guten Morgen. Wir sind beide ein bisschen zerstört heute. Wir hatten gestern so eine Mückenattacke beim Essen, das war echt heftig. Die gingen nicht mehr weg, wir sind so zerstochen, wir haben bestimmt beide jetzt von den Sandfliegen und den Mücken über 60 Stiche jeweils und es war wie so eine Attacke auf uns, es war richtig heftig. Wir saßen beim Essen und da waren schon viele Mücken da, dann ist die Sonne untergegangen und wir hatten noch mal Essen nachbestellt und dann ging es richtig los. Ich habe manchmal 5, 6 Mücken gleichzeitig auf den Beinen gehabt. Man war nur echt am draufklatschen. Ja, auch als Veganer klatscht man dann drauf. Boah, ist die Hölle. Echt. Ja. Und die tun übelst weh. Und 60 Stiche im ganzen Körper, so, da läuft der Stichheiler auch auf Hochtouren langsam. Ja. Macht nicht wirklich viel Spaß. Daniel hat sich gestern noch den Rücken eingeklemmt, das kommt auch noch dazu. Richtig Hölle, ich kann mich kaum bewegen. Ja, hier gibt's halt keinen Arzt, aber morgen fahren wir halt auch wieder weg. Also morgen fahren wir mit dem Schiff. Nehmen ein Boot nach Chinookville wieder, dann mit dem Bus weiter nach Kampot. Genau. Und ja, wenn es dann immer noch so heftig ist wie heute, weil über Nacht wird es gar nicht besser, trotz Schmerztabletten, dann muss es wohl doch mal zum Arzt gehen. Genau. Aber eine positive Nachricht haben wir noch, denn wir haben jetzt ein günstiges Boot gefunden. Es war wahrscheinlich so teuer, weil halt Neujahr hier bei ihnen war. Und wir haben jetzt pro Person 5 Dollar, also die wir zahlen sollen. Und haben noch 3 Deutsche kennengelernt, letztens in Battambang, die sind jetzt gerade auch hier und heute fahren wir alle zusammen dann an den größten Strand hier auf der Insel. Sarah Sunday. Ja. Jo. Und jetzt geht's aber erstmal zum Frühstück. Wir sind jetzt am Sarah Sand Bay angekommen, oder Beach, und hier ist wirklich richtig, richtig schön, muss man schon sagen. Also das Fischerdorf, wo wir sind, wäre auch ganz schön, wenn es ein bisschen sauberer wäre und nicht so viel Bauschutt und Müll und die Leute ein bisschen netter wären. Aber hier ist auf jeden Fall der erste Eindruck viel cooler. Ich drehe mal rum. Hier gibt es eine ganze Menge Resorts und Unterkünfte. Eigentlich ist der ganze Strand wirklich voll gepflastert an der Seite. Aber trotzdem ist der Strand an sich relativ ruhig, also hier ist nicht so viel los. Hier ist gerade so eine Asiatengruppe irgendwas am Feiern, aber sonst sehr gemütlich alles, definitiv. Fällt uns ganz gut. Und bis jetzt keine Sandfliegenstiche oder Bisse. Und das sind so ganz, ganz kleine Fliegen. Also ihr habt ja gefragt, ob wir die mal filmen können. Ich kann so viel das einrichten und so, und dann hat er uns da auch. Das sind ganz, ganz kleine Mini-Fliegen. Ja, wirklich mini. So, wie so Fruchtfliegen, nur dass sie halt beißen. Ja, ja, so sehen wir. Ziemlich fies sogar. Das ist total der Traumstrand. Wir waren hier gerade erst nach Schaukeln gewesen. Und hier sind auch so schöne Resortanlagen, aber auch schweineteuer. Dreh ich mal um mit einer. Das ist so mega hier. Das da hinten, Pipes. Da gibt es wie so Kugeln. Ja. Hammer, ne? Ja, so Pipes, wie so Rohre. Richtig cool. Aber was hier auch übel ist, hier so heiß. Boah, ich zerfließe gerade wieder. Aber super schön. Ja, voll.
Wir sind auf jeden Fall eine richtig coole Truppe. 8 Leute waren jetzt relativ lange am Strand gesessen. Ich glaube, gleich ist schon 5 Uhr. Da holt uns unser Partyboot wieder ab. Party nicht wirklich, aber es geht wieder zurück auf unsere Insel oder auf unseren Abschnitt. Und ja, hier sind die lieben netten Leute. Richtig cool mit euch. Ja, und ich denke, gleich gehen wir auch noch zusammen was essen. Wenn sie noch Lust auf uns haben, müssen wir mal schauen. Und dann sehen wir mal weiter. Aber noch eins, der Strand hier ist wirklich toll. Weil da, wo wir sind, in dem Fischerdorf, ist es nicht ganz so schön. Und hier war es eigentlich auch relativ ruhig und ja, so sieht es ja hier aus. Habt ihr ja auch jetzt eben mit der Drohne gesehen. Echt schön. Ganz witzig, wir machen uns jetzt gerade auf. Jetzt fangen die Locals gerade an, Fußball zu spielen. Haben da hinten ein Tor aufgebaut. Jetzt kicken sie rum wie die Wilden. Vorne steht noch ein Tor. 2 Stöcke. Hätten wir eigentlich glatt reinjoinen können. Kapitän und sein Steuergehilfe ziemlich besoffen waren. Und jetzt müssen wir hier über 2 Boote drüber klettern. 3 Boote sogar und dann sind wir da. Aufgepasst, aufgepasst. Zurück im sicheren Hafen. Wir sind jetzt gerade wieder zurück in unserer Unterkunft. Alle 8 Leute sind jetzt wieder in ihre Unterkünfte zurückgekehrt. Wir haben uns gerade geduscht. Auch Jessie, wer was auch immer wieder tut. Nein. Wir haben uns gerade geduscht und jetzt geht's zurück ans Meer wieder zum The Fishing Hook. Das ist ein Restaurant, das hat sogar vegetarische und vegane Gerichte. Und mit Buffet, 6 Dollar zahlen wir da und da können wir reinhauen, wie wir wollen. Das probieren wir mal aus, das war jetzt die Tage geschlossen über Neujahr. Jo, und da treffen wir uns wieder, sind wir wieder alle 8 zusammen und es ist eine richtig coole Truppe, hat Spaß gemacht. Wir sind jetzt im Restaurant angekommen, wir stehen auch schon alle hungrig an. Aber das ist richtig cool, weil das hier vorne ist vegetarisch und die ganze Seite hier ist vegan. Wir ärgern uns gerade, dass das wegen Neujahr hier alles geschlossen hatte. Das ist mal richtig mega. Anstoßen! Ah ja, sorry. Mach ich das Bild jetzt kaputt mit der Cola? Ich mach doch mit meiner Siegflasche wieder. Prost! Prost. Das Essen in The Fishing Hook können wir euch auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Das war richtig gut. Und ja, wir machen jetzt noch ein paar Abschiedsfotos. Oder Erinnerungsfotos besser gesagt. Und dann geht's doch gleich ins Bett. Auf jeden Fall super schöner Abend. So, nun geht ein schöner Tag zu Ende. Wir haben wieder viele nette neue Leute kennengelernt. Es war echt ein richtig schöner Tag. Ja. Nur ein toller Abschluss jetzt. Und ja, vielleicht sehen wir euch ja alle nochmal wieder. Könnte ja sein. Ja. Und genau, wir gehen jetzt ins Bett und dann sehen wir uns morgen wieder. Ja, gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Ciao.